Mülheimer anlässlich des nahen Weihnachtsfestes und des neuen Jahres wende ich mich wieder mit einer Botschaft an Sie. Das mache ich jedes Jahr sehr gerne. Und viele von Ihnen wissen, dass ich auch jedes Jahr ein kleines Gedicht mache oder besinnliche Worte zu Papier bringe, einfach um den Menschen so ein bisschen eine Botschaft mitzugeben ins neue Jahr, über die man nachdenken kann, mit der man sich auseinandersetzen kann. Und das habe ich auch dieses Jahr getan und möchte gerne mal beginnen. Warum sollte die Hoffnung ihre Kraft verlieren? Weshalb sich ergehen in Zweifel und Schwarzseherei? Wieso sollte der Tat der Erfolg verwehrt sein? Wann, wenn nicht heute, sollte der Mut vor der Angst stehen? Wie, fragen eigentlich nur Zauderer, geht's doch noch zum Glück? Wo steht geschrieben, dass das Machen verliert? Wer in dunkler Zeit ans Licht nicht mehr glaubt, allein die Skepsis noch pflegt, gar den Mutgen verhöhnt und der Tat sich verwehrt, ja, dem erodiert die Hoffnung, den lähmt der Zweifel, den fesselt die Angst, der vergisst das Glück und der gewinnt nur noch Verharre. Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen, ich finde, dass es in diesem Jahr darum gehen muss, dass man trotz all dem, was wir an Sorge fürs neue Jahr mitbringen, alles das, was wir an Angst in uns tragen, dass uns das im kommenden Jahr auf gar keinen Fall lähmen darf. Ja, es ist unsicher. Wir wissen nicht, wie wird es mit Corona weitergehen. Letztes Jahr hatten wir noch die Hoffnung, der Impfstoff kommt, es ist eine Frage der Zeit und alles wird gut. Heute wissen wir, ja, Impfen hilft, aber Impfen alleine rettet uns noch nicht. Das gilt jetzt viel in der Gesellschaft zu organisieren. Die Impfrate muss deutlich steigen. Wir müssen Menschen, die im Moment noch unvernünftig sind, auf irgendeiner Weise zur Vernunft bringen. Und es wird auch nicht auszuschließen sein, dass die Krankheit noch weitere Opfer in unserem Land fordert. Und doch ist es so, dass es nur eine Antwort darauf gibt, und zwar nicht verzagen. Das an Verantwortung übernehmen, was es jetzt zu übernehmen gilt, tatkräftig zu sein und auch den Menschen Mut zu machen. Und deswegen ist meine große Bitte an Sie, vor allem an all diejenigen, die Mut in sich tragen, die Tatkraft kennen, die Tatkraft leben, jetzt auch voranzuschreiten, andere mitzunehmen, zu sagen, kommt Leute, das schaffen wir in dem Jahr. Und deswegen meine ganz, ganz große Bitte an Sie alle, zeigen Sie den Lebensmut, zeigen Sie die Tatkraft, nehmen Sie die mit, die ängstlich verweilen wollen. Das ist die einzige Möglichkeit, dass wir in unserem Land einen großen Schritt nach vorne machen. Und natürlich in unserer Stadt, in der sich alles so widerspiegelt wie im Land insgesamt. Und natürlich hat die Menschheit immer zu erwarten, dass nicht einfach alles glatt läuft. Wir haben viele Jahrzehnte hinter uns gebracht, die für uns wirklich glückliche Jahre bedeuteten. Und jetzt haben wir uns mal wieder mit einer großen Schwierigkeit, mit einem großen Problem auseinanderzusetzen. Aber das ist Teil der Menschheitsgeschichte, das zu schaffen, das zu bewältigen und deswegen einfach voranschreiten und alle mitnehmen. Ja, das ist meine Weihnachtsbotschaft an Sie, aber ich habe auch noch eine Bitte. Wir haben jetzt gerade eine Bundeskanzlerin verabschiedet, die 16 Jahre lang dieses Land mit Fleiß, Ehrlichkeit, Demut und Aufrichtigkeit geführt hat. Und jetzt bildet sich eine neue Regierung, es wird einen neuen Kanzler geben. Meine Bitte an Sie ist, dass Sie genauso wie Sie diese Bundeskanzlerin verabschiedet haben, sicherlich auch mit gewisser Wehmut, Sie jetzt in gleicher Weise denen, die neu antreten, Vertrauen schenken, auch durchaus noch Geduld mitbringen, denn ein neues Team muss sich auch völlig neu zusammenfinden. Und dass mit diesem Vertrauensvorschuss und auch mit dem Gefühl für die dann Regierenden, dass die Bevölkerung mit dabei ist und alles positiv mit begleitet, dass es da einen richtigen Schub nach vorne gibt
und auch die Motivation für die neuen in der Verantwortung stehenden Politiker hinreichend da ist. Sie wissen, das brauchen wir alle. Das brauchen Sie im Beruf, das brauchen Sie in der Familie, dass immer mal einer sagt, das machst du gut und man vielleicht auch über den kleinen Fehler hinweg sieht, der dann geschieht. Und ich glaube, dann haben wir hier auch wieder ein leistungsfähiges Land auf der politischen Ebene, auf der wirtschaftlichen Ebene und letztlich auch wieder bei uns in den Familien. Auch das brauchen wir, dass wir uns gegenseitig immer mal auf die Schulter klopfen und sagen, dass das, was so getan wird von uns, was die Mütter machen, was die Väter machen, dass das gut ist. Und so möchte ich gerne mit Ihnen zusammen in das neue Jahr gehen. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute, ein frohes Weihnachtsfest und einen wirklich guten Rutsch in ein sicherlich auch schwieriges neues Jahr. Herzlichen Dank.